Ja, mit dem Abstieg von Hannover 96 war bereits im Frühjahr klar, dass es nach 2,5 Jahren wieder das Niedersachsen-Derby geben wird. Heute ist der große Tag gekommen für Hannover und Braunschweig, ausgetragen im Eintracht-Stadion, wo ganz Braunschweig hofft, dass es genauso ausgeht wie beim letzten Derby gegen Hannover, 13-0 2014 in der Bundesliga. Damals folgten allerdings 5 Pleiten. Braunschweig konnte sich nicht mehr retten, stieg ab gegenüber Hamburg und musste runter in die zweite Bundesliga. Heute kann man im Aufstiegskampf Punkte sammeln, den Abstand halten gegenüber Heidenheim und Stuttgart. Hannover hingegen will rankommen, ebenfalls dicht dran, könnte verkürzen. Aufstiegskampf angesagt im ohnehin schon hitzigen Derby in Braunschweig. Hannover in Rot mit Sorg und Karaman bei Braunschweig. Niemand vorne, zudem Moll im Mittelfeld für Boland. Das ist die Startaufstellung für das Derby in Braunschweig. Ballgewinn von Omladic. Und der kann gleich mal durchlaufen. Auch mitgelaufen Domi Kumbela, damals zusammen mit Hochstadt und Nielsen Torschützen. Kumbela mit ganz viel Platz und er sieht Niemann! Unglaublich, Riesenchance nicht genutzt. Niemann, der neue Stürmer neben Kumbela im Vergleich zum Dresden-Spiel bei der Pleite in Sachsen. Heute in der Startelf nicht genutzt gegenüber Czauner, ebenfalls nach Pause zurück bei Daniel Stendel. Hannover mit Bakalorz und Sobek. Albonos mal weit vorne und Bakalorz gegen Walzwick. Es gibt 11 Meter. Keine Diskussion, zumindest bei Schiedsrichter Ittrich, wohl aber bei Walzwick, der den Körper reinstellt. Das ist niemals ein Elfmeter. Gegenüber Bakalorz kein Kontakt. Bakalorz läuft auf. Für mich eine harte Entscheidung gegen Braunschweigs Innenverteidiger. Große Chance jetzt für 96, das frühe Tor zu machen. In der 16. Minute das Duell gegen Jasmin Fesic. Erstes Duell in Niedersachsen für den Torwart. Und jetzt im Elfmeter gegen Arthur Sobjek. Mit Volldampf verwandelt, unter die Latte, zentral geschossen. Trotzdem wenig zu machen für Fesic. 1-0 Hannover, das wichtige Derby-Tor. Und damit würde man verkürzen gegenüber Braunschweig. Klasse gemacht, Stamm geschossen. Fesic kriegt die Arme zu spät hoch. Ein wunderschöner Elfmeter mit viel Risiko, aber effektiv. Hannover führt, nutzt die erste Chance der Partie. Braunschweig vergab die große Gelegenheit durch Niemann. Und so muss jetzt Braunschweig zittern. Es droht der dritte Misserfolg dieser Spielzeit für das Team von Thorsten Lieberknecht. Hannover setzt nach mit Arthur Sobek. Felix Klaus heute auf der rechten Seite, Meier links. Sobek. Marvin Bakalorz. Weiter für Sané. Karaman. Wieder Bakalorz. Hannover sucht die Lücke. Felix Klaus. Sobek. Jetzt vielleicht mal Patzer von Walzwick. Sobek! Leicht abgefälscht noch von Braunschweig Innenverteidiger Dekardi. Nächste große Chance für Hannover. Immer wieder gegen Walzwick, der neben sich steht in der Anfangsphase. Beim Elfmeter machtlos. Hier allerdings Sobek ziehen lässt. Entschärft dann von Innenverteidiger-Kollege Dekardi. Eckstoß Hannover, Sebastian Mayer an die Strafraumgrenze. Anton Bakalorz abgeblockt, aber nachgesetzt. Oliver Sorg wieder rechts in der Verteidigung. Philippe auf der Bank. Das ist die defensive Umstellung bei Daniel Stendel. Flanke für Sané. Fesic rausgefaustet gegen Salif Sané im Mittelfeld zusammen mit Marvin Bakalorz. Braunschweig mal mit Correa. Omladic, Schönfeld, wieder Correa und versucht es mal. Das Ganze allerdings keine Gefahr, nicht aufs Tor gekriegt, abgerutscht. Innenverteidiger Correa mit der zweiten Chance für Braunschweig. Eckstoß, wenig später getreten von Omladic. Für Dekardi, Walzwick, offensiv zu sehen, Karaman, dann entschärft Walzwick zunächst mit den defensiven Patzern, jetzt mal vorne. Abgeblockt allerdings vom Hannoveraner. Weiter die Führung für 96. Bakalorz, Sobek, ausgeglichenes Derby in der ersten Halbzeit. Hannover etwas besser. Fehler allerdings bei dem Spielaufbau. Hernandez schickt niemand. Klasse gesehen. Czauner draußen. Rausgeschlagen. Philipp Czauner weiter Nummer 1. Zuletzt vertreten von Schein Radlinger. Jetzt wieder im Tor bei 96. Hernandez, es wird kurios. In der Defensive Dekardi, Ballversprung und Handspiel entschieden. Pfiff im Eintrachtstadion, kurze Verwunderung. Dekardi berührt den Ball mit der Hand, deswegen ein unnötiger Freistoß für 96. Die Chance für einen Experten. Sebastian Mayer traf damals 2013 für St. Pauli gegen Dresden bei einem seiner ersten Spiele in der zweiten Bundesliga. Heute die Chance für Hannover
per Freistoß. Vier Mann stehen bereit in der Mauer, aufgestellt von Torwart Jasmin Fesic aus bester Position für Hannovers Sebastian Meyer. Ball freigegeben. Meyer, der passt! 2-0, Traubturm-Derby, Sebastian Meyer! Freistoß perfekt geschossen, keine Chance für Fesic, grandios getreten. Und das nächste Tor für die Gäste Hannover führt 2-0 vor der Halbzeit in Braunschweig. Perfektes Ergebnis, tolles Tor rund um die Mauer der Braunschweiger, die nicht hochspringt, aber so auch nicht rangekommen wäre. Fesic dann machtlos, schauen Sie mal, der Ball schlägt perfekt am Pfosten ein. Da ist nichts zu machen für den Torwart. Die Mauer kann auch den Ball nicht abwehren. Toller Freistoß, perfekt platziert von Sebastian Meyer. Macht es wieder wie damals für St. Pauli, unter anderem gegen Dresden. Jetzt auch für Hannover im wichtigsten Spiel des Jahres. 96 dicht dran im ersten Durchgang an drei ganz wichtigen Punkten. Plus der Stimmung eines Derbysieges. Niemand. Was macht Braunschweig? Schönfeld! Beste Chance durch Schönfeld. Schauner zur Stelle, der ja auch früher bei St. Pauli gespielt hat. Und Sebastian Meyer, der Mann, der das wichtige Tor machte zum 2-0. Hannover führt klar im Derby in Braunschweig. Die Eintracht muss sich steigern, es droht die zweite Pleite in Folge nach dem 2-3 gegen Dynamo. Schönfeld, Abstoß völlig missglückt. Befreiungsschlag auch Schönfeld und Kumbeda! Das ist stark, Domi Kumbeda kurz nach der Pause. Anschluss der Braunschweig. Durch den Mann, der wieder trifft gegen 96, wie damals in der Bundesliga. Der Abstoß völlig missglückt, der lange Ball genau beieinander ist, dann schnell geschaltet. Drei Stationen, Schönfeldiger auch für Kumbeda. Und der macht das eiskalt gegen Philipp Schauner. Kumbeda macht es wieder, wie damals im Bundesliga-Erfolg, jetzt auch in der zweiten Bundesliga. Und Braunschweig darf wieder hoffen, genügend Zeit, um alles gut zu machen, aus Sicht der Eintracht. Sané. Was macht Hannover? Leicht verunsichert nach dem Gegentor. Jetzt wieder etwas sicherer im Spielaufbau. Arthur Sobek und Albonos. Edgar Priep mittlerweile eingewechselt auf der linken Seite bei Hannover. Und Bakalorz gesucht. Gut gemacht von Ken Reichel. Entschärft Hochscheid. Dann die Befreiung mit Dekadi. Wieder Reichel. Hochscheid, auch damals Torschütze. Im Bundesliga-Derby mittlerweile eingewechselt bei Braunschweig. Niemand sieht Jan Hochscheid. Volles Risiko. Jan Hochscheid trifft nicht wie Kumbeda. Zumindest nicht in dieser Szene. Nimmt den Ball. Volley geht doch weit drüber. Aber trotzdem zu sehen, die beiden, Hochscheid und Kumbeda, auch 2,5 Jahre nach dem letzten Derby gegen Hannover, genauso torgefährlich heute für Eintracht Braunschweig. Albonos. Edgar Priep nochmal, Hannover über die linke Seite, Zusammenspiel mit Bakalorz, wieder Priep, Laufduell mit Correa und Sobiec. Gut verteidigt von Reichel, Linksverteidiger eingerückt, keine Gefahr auf seiner Seite, deswegen aufmerksam zur Stelle gegen Arthur Sobiec. Es laufen die letzten Minuten, Eckstoß Hannover, der eingewechselte Martin Hanik. Correa, Kumbeda missglückt genau zu Anton Strandberg, Kumbeda Ballgewinn und Braunschweig nochmal auf dem Weg nach vorne zu spielen, das allerdings mit viel Ruhe, keine Hektik zu sehen. Sie versuchen es souverän zu lösen, trotz des Rückstandes beim Tabellenführer Reichel für Mirko Modant. Henrik Zuck raus auf die rechte Seite mit Correa und dem Pass für Kumbeda. Flanke für Hochscheid, verpasst den Ball. Zudem bereits die Fahne oben abseits gegen Kumbeda entschieden. Das Ganze in der Nachspielzeit korrekt gesehen beim Pass von Bodan für Kumbeda. Leicht im Abseits. Schluss dann auch im Eintrachtstadion. Es gibt nicht den Erfolg wie damals für Braunschweig. Stattdessen gewinnt Hannover nach 40 Jahren mal wieder ein Derby gegen Eintracht Braunschweig. Durch die wichtigen Tore Arthur Sobek per umstrittenem Elfmeter und der wunderschöne Freistoß von Sebastian Meyer. Braunschweig kam ran zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Kumbeda. Es war spannend bis zum Schluss. Allerdings gab es zu wenig zwingende Chancen bei der Eintracht. Hannover Sieg geht in Ordnung. Auch wenn sie im zweiten Durchgang nicht mehr vors Tor kamen von Jasmin Fesic. Drei ganz wichtige Punkte für 96. Beide Mannschaften stehen oben. Braunschweig verliert ein bisschen nach dem zweiten Misserfolg in Folge. Hannover kann weiter träumen. Vielleicht steigen beide auf. Heute in jedem Fall ein attraktives, spannendes Aufstiegsderby im Eintrachtstadion.